kostet einen Haufen Mana, aber die kämpfen halt für mich und ich kann einfach rumlaufen. Ja, und Gegenstände einsammeln, ja, ich sehe schon. Langsam verstehst du, wo ich hin wollte. Sie sind ein bisschen weniger gezielt, als ich dachte, die Angriffe von den Dingern. Also ich hatte auf ein bisschen mehr gehofft. Ja, die fluppen halt einfach rum, solange bis... Nee, die zielen schon, die zielen schon ungefähr in die Richtung. Aber... Windforce, Moment, Windforce ist aber nicht in dem Spiel. Crude Huntersbow brauche ich nicht. Huntersbow brauche ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, sei denn die sind irgendwie... Oh, oh. Ja, du bist irgendwie eins weitergegangen als ich, glaube ich. Ja, doch smart, wenn man hinter Fässern steht, zu schießen. Aua! Oh Gott, da brauchte ich einen Well. Holy shit, war dann dringend notwendig. Gold. Ich bringe Gold, die Viecher. Mhm. Nein! Oh, ein Z-Item. Das habe ich nicht gesehen. Yo. Ich war gerade am Sortieren. Z-Item. Ich geb's dir, wenn es mir nichts bringt. Ja, aber sonst nicht. Stimmt. Ich habe einen Jawbone. Ach hier, Barbar, ne? Der bringt aber auch nichts, ne? Vom Geld her. Der Kopf vom Barbar. Ja, nicht so viel. Also wenn er wirklich gute Sachen hat, manchmal dann schon. Also wenn ich viel Platz habe, würde ich es einfach lassen. Tome auf Identifier. Hier kriegt man die auch so. Oh, das ist ein Boss. Mhm. Ich beschwöre da mal ein paar, ne? Jo. Ich weiß nicht genau, wie viel ich haben kann. Es wird da irgendwo stehen, wie viel du haben kannst. Solltest du vielleicht mal gucken, sonst beschwörst du nämlich einfach irgendwie drüber und dann bringt dir das rein gar nichts. Ich habe langsam ein bisschen viel Rejuvenation Potions für meinen Geschmack. Aber keine Mana Potions mehr. Warte mal, eine habe ich noch. Quality Chain Gloves. Kannst du den nehmen? Jo, bin dabei. Ich fände 6. Ja, hier oben ist auch noch mal eine Light Mana. Hm? Hier ist nochmal eine Leitmana. Nehme ich alles mit. Oh oh. Lass mal lieber mal kommen. Also drei gehen auf jeden Fall. Moment, wie viel Releases 6 Charge Mana Cost? Nee. Müsstest auch dann drauf achten, dass du verschiedene von diesen Trap-Dingern machst, ne? Weil spätestens in Nightmare hast du auch einige Gegner mit Resistenzen. Ja, ich teilweise sogar Immunitäten. Lightning Sentry, Charged Bolt Sentry, Wake of Inferno, Death Sentry kann ich später noch machen. Okay. Ansonsten habe ich auch eine Wake of Fire. Ich glaube, Wake of Fire ist tatsächlich das gleiche wie eine Sentry. Zumindest ist die Beschreibung und das Symbol fast gleich. Aber ich finde hier nicht, wie viel ich haben kann davon. Shoot 6 times, release 6 Charged Bolts. Current Skill Level 1. Steht nicht da. Nehmen wir jetzt mal noch die andere Sentry hier. F4. Ich kann eigentlich auch mal kurz skillen. Was haben wir denn hier? Ja, das ist auch definitiv auch eine Sentry. Habe ich noch eine Feuer-Sentry. Oh, was haben wir denn hier? Illuminates nearby enemies and slow their ranged attacks. Dinge, die ich brauche. Der ist schon voll weit gegangen. Oh, okay, das können wir aber nehmen. Okay, Wake of Fire finde ich besser am Treffen. Aber ich glaube, er schießt weniger. Machen wir mal hier. F1, F2. Wenn wir doch mal ein Skill verwenden wollen. Large X. Nochmal zwei Passive geskillt. Jetzt kann ich weniger getroffen werden. Das gefällt mir ganz gut. Hört sich gut an. Ich spiele hier voll die Defense-Variante. Ich stelle aber die Fallen vor mich, dass die auf Gegner schießen. Bis, wenn dann die nicht mehr schießen, dann gehe ich rein. Gut. I need mana. Ah, das sind jetzt die Feuer-Varianten. Ja.
Die treffen aber deutlich einfacher, glaube ich. Die haben aber halt einen anderen Radius, ne? Die schießen halt beide relativ nach vorne, aber... ich glaube, die Feuervarianten... Die gehen einfach so irgendwie random, habe ich das Gefühl. Nee, ungefähr in die Richtung gehen die schon. Brauchst du eigentlich 6 Defense, Gloves? Sonst können die nichts. Nö. Okay. Kann sein, dass ich da ein gelbes Item hab. Wenn Gloves... Alter. Du Loot, oh. Du Ninja-Looter. Das Mist, das Mist ist hier. Das ging doch ganz gut. Arch-Eck-Stück. Ich hab keinen Platz mehr. Ah, hier ist doch Radric Malos. Oh, ich bin I'm overburdened. Das ist natürlich ungünstig. Warte mal, ich hab hier. Was brauche ich denn für den? Das ist eh ein Quest-Gegenstand, du brauchst nur 2. This should go to Charcy. Was tun? Jo, hab ich. Können wir mal kurz hoch. Jo. Ist immer für kleine Lumis. Was? Ah, da kann ich zumindest in Ruhe noch mal ein bisschen lesen. Aber ich glaube, ich muss es mit. Jetzt will ich rausklicken, jetzt geht's nicht. Dieses Spiel, ey. Gott, wie hier da fliegt. Also ich finde, das sieht ziemlich seltsam aus, aber. Ich nicht. Das sieht halt entspannt aus. Ja, der. Das ist bei Frauen nicht so cool. Hä? Das ist bei Frauen immer sehr uncool, aber ich. Man entspannt? Quatsch. Doch, doch. Frauen müssen sexy sein, verwechselst da Dinge. Ja, genau. Genau. So, aber ich bin jetzt gleich wieder da. So, dann kriegst du wieder Hunger, ey. Ja, also noch jede Menge von den Dingern, ne? Von den Maultaschen. Maultaschen, ne? Könnt ihr. Ist halt jetzt nicht so unbedingt das Stream-Essen, ne? Findest du? Ich find's okay. Mhm. Triumphant da. Dirk of the Flame. Moment, plus one Mana? After each kill. Oh, das ist natürlich nicht so cool. Da müsste schon ein bisschen mehr drauf sein. Trade. Attack Rating, Enhanced, Defense, Strength, Lightning, Resi, Durability, das behalte ich, glaube ich. Jetzt so ein bisschen die Frage. Genau, ein davon. Noch 2 davon und noch ein Mana-Trank. Ich verbrauche so viele Mana-Tränke, das ist unfassbar. So. Das hier mal irgendwie noch umsortieren wollen, ganz gerne. Wobei, irgendwie. So, jetzt gehen wir das noch ab. Bin ich schon mal soweit fertig. Gummi wieder auftaucht. Und wir haben 20.000. Jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Also erstmal, wie hell ist es eigentlich noch? Jo, geht noch. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Und das andere ist, die Sentries kann ich nicht. Fire Blast plus one Missile per 3 Levels. Was? Plus one Missile per 3 Levels. Fire Blast müsste also jetzt 2 Missiles haben? And he receives bonus from, Shockwave. Receives bonus from Shockwave plus one bolt per 3 level. Lightning Sentry. Lightning Sentry ist das hier, ne? Plus one shot per 4 levels. Fire Blast Damage. Lightning Sentry Damage. Death Sentry Damage. Wake of Fire receives bonus from Fire Blast Damage. Wake of Inferno Damage. Das hier geht halt viel gegenseitig auf die. Auf die mehr Bowls. Finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich habe nur noch 2. Also. Shockwave zu skillen bringt es nur. Spike 7. Spikes. Ich habe mit jedem mehr Spikes. In jedem Level des Shockwave. Ich hätte schon Lust, eigentlich dahin zu gehen. Blade Shield, Spinning Blade, Slice Enemies, who stray too close. Aber hier kann ich, glaube ich, auch von dem rübergehen, ne?
Charcy will imbue an item. Achso, hier with magical power. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein White Item. Habe ich noch ein White Item? Wo ist ein White Item theoretisch? Oder mein Belt? Poison Resist. Moment. Charcy imbue. Kann ich den nehmen? Wahrscheinlich nicht, weil er socketed ist, ne? Den kann ich imbuen. Castle 3 Charge Bolt when struck. Habe ich schon 20%. Attack Rating, Enhanced Defense, Replenish Life, Lightning Resist, One Light Resist. Das ist doch schön. Da freut sich doch der Ben. Moment, warum habe ich jetzt hier so viel davon? Habe ich die nicht gerade alle verkauft? I'm confused. Ach, weil die hier unten raus sind, deswegen. Fies. Fiese Falle. Ist dead. Lumi krumpelt da was rum, Mensch. Gamblen wir mal eine Runde? Ich glaube, ich gamble mal eine Runde, oder? Stud Leather kostet mir halt 6000, der Gamble. Assassin Only, Hatchet Hands. Oh, die will ich sowieso haben. Cryo Dexterity 37, Maximum Damage. 2 bis 17. I don't know. Plus Poison Damage over 3 seconds. Das ist ganz nett, oder das kann man ihr geben. Ihr habt das sonst plus Minimum Damage. I'll put that to good use. Jetzt auf jeden Fall Poison Damage. Nicht durch Trade. Das will ich verkaufen. Hä? Ging das jetzt nicht? Gamble. Fältchen. Da könnte ich noch so ein. I don't know. Sieht mir nicht. Maximum Damage. Plus 2 Maximum Damage, aber der hat doch beide 17 plus Poison Damage. Ich brauche auf jeden Fall mehr Decks dafür. Ich sollte wahrscheinlich mehr mit Decks skalieren. Das hier ist echt nicht so groß, das Inventar. Das ist uncool. So, wir müssen jetzt Quest. Quest complete. Find Andariel Lair in the depths of the Monastery Catacombs. Da war, glaube ich, einige. Noch nicht. What? Das dauert ja noch ewig. Ich glaube, ich gehe mal wieder raus. Tower Cellar Barracks. Moment. Ich glaube, ich hab's aufgemacht. Oh no, ich bin ein Vollidiot. Whoops. Whoopsie. Ich gehe mal kurz gucken wegen Essen. Wie viel habe ich jetzt? 12. Ich glaube, Strength habe ich viel zu sehr gelevelt. Das ist Quatsch. Wow. Weil ich mein Fenster auf der gegenüberliegenden Seite bewegt und dann die Sonne bei mir rein reflektiert. Ich bin geschockt. Du. Ja. Eventuell habe ich vergessen, dass das Portal nicht offen bleibt, wenn ich wieder zurückgehe. Eventuell wäre es nett, wenn du mir dann einfach eins machst. Habe ich schon. Sehr gut. Mir noch eine Sekunde, ich sitze da schon, aber ich will auch noch einen Blick. Übrigens, die Lightning-Sachen verstärken sich auf eine ziemlich coole Weise immer gegenseitig. Weil mehrere, also viele von denen haben ja so einen Pulseffekt, dass die immer wieder
neu aussenden. Und die haben dann sowas pro drei Level von Skill X sendet Skill Y ein Projektil mehr aus. Okay. Und dann trifft, nice. Dann trifft man natürlich auch besser und sowas. Das ist nice. So. Oder das Netz zum Beispiel wird größer, alle drei Level. Von dem ersten, von dem hier Bomben gedöhnt. Ich depp. Was denn? Ich hab jetzt hier oben noch gar nicht alles erledigt. Hast nichts verkauft oder was? Nee, ich mach schnell. Wow. Mit 2 Sekunden, du kannst auch schon weitergehen. Damit ich sterbe, sagst du? Nee. Lifestone per Hit hat die Crossbow. Das ist auch nice. Komm, dann nehmen wir das mal. Fire Resistance ist auch gut. Okay, ja, und der Gürtel ist gut. Deutlich besser als meiner. Dann kriegst du meinen. Hast du, was für einen Gürtel hast du denn? Ich habe ihn gerade von Charzy den Gürtel imbuen lassen. Ich habe einen goldenen Gürtel. Mit okay, ich habe nur einen gelben. Naja, meine ich ja, einen gelben Gürtel. Nee, es gibt golden und gelb. Ja, aber okay. Wir können nicht unterschreiben. Wir haben normal hellgelben. Okay. Und der halt. Überblau. Und der ist gut. Attack Rating, Enhanced Defense, Replenish Life, Lightning Resistance, Light Radius und Chance to Cast a Level 3 Charge Bolt. Na gut, das passt doch nicht. Nee, schon kann, ich fand die Stats alle keine okay. Ja, ja, nee, dann behalte ich den. Ich hab nicht gewartet, bis ich meinen. Na egal. Ich wusste es nicht, dass du einen hast. Woher soll ich das wissen? Ich hab doch den Set-Gegenstand schon gefunden. Ach so. Und wie gut ist der? Der ist gut, den behalte ich auch. Okay. Ich hab halt so einen zweireihigen schon, ne? Und den habe ich halt imbuen lassen von Charzy. Ja, aber zweireihig ist ja normal. Bei jeder Fisch. Nee, ich meine, der hat 2 extra Reihen. Also ich habe schon 3 Reihen gesamt. Okay, ja, das ist was anderes, ja. Deswegen habe ich den imbuen lassen und da war ich eigentlich relativ happy dann mit dem Outcome. Na gut. Na gut. Nom, 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 nom. Du spielst nicht mit. Nee, du spielst sogar nicht mit Schwertern. Ich habe ein Crystal Sword gefunden. Wo bist du mit Schlangen? Links unten von dir. Wieder in die Mitte. Bin in der Mitte wieder runtergelaufen einfach und hab. Also dort rechts, wo du warst, habe ich geklärt. Aber ich bin jetzt wieder in der Mitte. Ja, ich komme dir entgegen. Da rechts ging's nicht mehr lang. So nee. Oder doch, 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 da geht's noch lang. Da geht's sogar noch lang. Das habe ich übersehen. Ich hab da nicht bis zum Ende geguckt. Nee, hier geht's lang. Sieht aber aus, als ob es nicht wirklich viel weiter geht, aber eventuell ist auch hier einfach Champions. Die alle tot. Ja, die Mana Potion. Aber nur Gold, ne? Und nochmal das, noch eine Mana Potion, die brauche ich immer wieder. Ansonsten nur Healing Potion und noch mehr Sachen. Oh, hallo. Und kaputt machen. Gefunden. Large Charm. Hast du gefunden? Hast du noch einen Champion gefunden, meinte ich. Nee. Moment. Dann müssen wir jetzt nach links oben scheinbar da. Ich wollte dich nicht. Alles entdeckt. Ja. Das sah so aus. Deswegen habe ich da eigentlich auch schon gewartet. Item? Kekse. Welche Kekse hast denn du jetzt? Die du mir gegeben hast. Achso. Ich glaube, ich würde hier unten eher lang laufen. Schmecken sie gut, ja? Hm? Mhm. Ich kann Türen zumachen. Da ist Hafer drin. Hafer ist gesund. Genau. Alles gesund, weil Hafer drin. Hat doch gar keine Kalorien, weil Hafer drin ist. Wenn, dann sind es nur gute, weil Hafer hat auch Protein und Ballaststoffe. Ja, ja. Hier ist ein Brunnen. Da geht's runter. Da geht's runter? Ne, runter geht's doch. Na dann, runter da. Try and cage me. Kaffee und dann runter da. Try and cage me. Hat meine gerade gesagt. Man, sieht schon wieder nach Dingen aus. Ich sag Torches. Kann ich die durch? Hier. Oh Gott.
auch. Hat natürlich den Nachteil, wenn wir jetzt auf so einen Lightning Enchant treffen, ich kann meine Sachen schlecht stoppen, die anzugreifen, ne? Ja, klar. Also, die machen das dann halt einfach. Irgendwie zurückzuhalten. Also, Abstand zu halten, meine ich. Moment, waren hier noch. Oh, noch Loot, den ich brauche? Hier Mana Potion. Gold. Mana Potion. Braucht er die ganze Zeit so Mana schön, Potion? Dass es hier kein automatisches Friendly Fire gibt, ey. Dammit! Dann nehme ich ja den Key mit. Schön, dass du gehässig wirst. Nur gelacht, bin ich gefreut. Naja, ja. Mit obwohl ich nur mit der rechten Hand spiele gerade, ja. Was denn mit der linken? Fappen? Kekse essen und Kaffee trinken. Braucht dringend Mana Potions. Oh, ich muss irgendwie tiefer umgehen. Dirk. Macht's vielleicht ein bisschen arg viele von den Dingern. Hier ist eine Mana Potion. Ja, ich mache, damit es schnell geht, nehme ich glaube ich immer ein bisschen sehr viele davon. Glaube ich. Der war meine. Der war meine. Gerade. Fanged Helmet, meiner Healing Potion könnte ich mal wieder mitnehmen. Und nochmal eine Chest. Was noch ein Key? Oh, Mana Potion. Alle guten Kekse sind drei und dann kann man wieder mal gescheit weiterspielen. Moment, du brauchst so lange für drei Kekse? Ja. Holy shit. Ich genieß die. Ja, ich merk schon. Ich stopf den mal einfach rein. Low Quality Throwing Axe. Okay, der Kram macht echt Schaden, was die hier machen. Oh, du bist ja auch hier unten. Ich würde noch Kekse essen. Ist nicht nett, dass ich nebenbei irgendwie Sachen klicken muss. Ja, und meine Freundin hat sich immer festgebracht, keine Ahnung, läuft nicht mit. Die ist bei mir, glaube ich, immer gewesen, oder? Mhm. Ich sehe die unten in der Map in einem Raum, wo sie stimmt nicht rauskommt. Ja, ich sehe es auch gerade. Die wird nicht in der Herd teleportiert bei Diablo, ne? Doch, irgendwann schon, aber muss weit genug weg sein. Was haben wir denn hier? Armor Shrine. Und eine Tage. Ich hab einen Waypoint gefunden. Oh, ich bin gleich da. Ich will nur gerade noch looten. Hast du gesehen, wo ich war? Ich sehe, wo jetzt bist. Da ist der Waypoint. Waypoint? Ah, Waypoint. Aber ich glaube, wenn du ihn aktivierst, zählt er für mich auch schon. Da gibt es zumindest bei mir keine Animation mehr oder irgendwas. Okay. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich dachte immer, man muss es beides nehmen, aber kann sein, dass es in irgendeinem Patch geändert wurde. Also es gab zumindest jetzt keinen Ton oder ähnliches mehr extra für mich. Die ganzen Kissen Bolts. Nix extra für dich, so sad. Nö. Hat sie sich zu mir teleportiert. Oh, ich hatte gerade kommt ein Gegner an, dabei war das deine Tante. Vielen Dank. Hm? Du hast mir gerade die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ich habe sie bei mir aufgemacht, nicht zu. Mhm. Ist durchgelaufen und hast du sie zugemacht. Macht er die automatisch zu? Also ich habe nicht drauf geklickt eigentlich. Ich habe nicht drauf geklickt. Ja, ich versuche jetzt ein bisschen effektiver mit meinem Mana umzugehen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Dann muss ich halt einen Ticken länger warten, bis die Gegner tot sind. I'm on my way. Ich will doch hier alles noch angucken und looten und alles. Da unten. Moment, da war noch was. Ah, man kann es nicht anklicken. Schade. Ich bin da unten. Es spielt auch wieder richtig mit. Merkt man, ne? Sofort sind wir auf dem Zweck.
2 plus Deck, plus 2 Decks. Charm. Quality Saber. Oh, Gargoyle Trap. Deswegen wurde hier Dinge passiert. Plus 2 Mana. Ich dachte kurz, das ist eine Falle, weil es geklickt hat. Aber war keine Falle. Deswegen bin ich vom Amulett weggelaufen. Fallen, auf jeden Fall. Vielleicht hast du das Amulett gekriegt. Nein. Ein bisschen mutig sein. In dem Zeitpunkt des Spiels macht es auch nicht so viel aus, dass wenn man Fallen tritt, später können die einen fast instant töten. Ja, ja, das sagst du jetzt so, damit ich dann sterbe. Sagst du mir das bestimmt jetzt so. Mit Stück. Ich kann kämpfen und looten, das ist das perfekte Bild. So, der Druide aber auch, das war auch deine Minions alles machen lassen. Nee, den Druiden habe ich Feuerdamage gespielt gehabt. Das versucht, aber ja. Dann hast du irgendwann gemerkt, dass es mehr Sinn ergibt, wenn du einfach deine Wölfe rumlaufen lässt. Ja, das Problem war, dass der Feuerdamage ewig gebraucht hat, bis irgendwann angekommen ist, dieser komische Feuererdball da, der rumgerollt ist. Bis dahin waren die halt immer tot. So irgendwas ankam. Hier ist ein Spiked Shield. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand haben will. Mana Recharge Shrine ist hier unten. Oh, Moment, hole ich gleich. Warum Kies wieder? Oder nimmst du ihn einfach? Nö. Kann ich jetzt spam, sagst du? Ja, nicht spam, aber es recharge sich jetzt halt schneller. Also ich kann nicht spam. Weißt du, merkst du gerade einen Unterschied? Ja, schon doch. Geht schon ordentlich schneller, so wie es dreifacher an Speed oder sowas. Siehst du, was ich raushauen kann? Ja, noch habe ich nicht so viel Skills, von daher muss ich mehr, wenn du Boost hast. Noch habe ich nicht so viele Skills. Was ist denn? Oh, oh, oh. Da kommt das Goldene. Nee. Ah, doch. Um die Tür rum. Oh Gott. Chain. Von Abstand halten, wenn man es kaputt macht. Ich bin nicht bei dir, ich mache andere Viecher derzeit platt. Nicht schlimm, aber. Genau. Jetzt bin ich bei dir. Raus. Achtung, mir gibt's Zeit. Oh, ich habe ihn trotzdem abgekriegt. Aber nicht so smart. Mal kurz hier nochmal raus. Immer wenn ich raus will. Geht's nicht. Lässt mich nicht raus. Jetzt bin ich wieder da. So ist das. Hab ich einen Bolz aufgehoben? Das brauchen wir nicht. Brauche ich nur wirklich nicht. Meine Hab nicht gedacht. Keine Ahnung, ob ich die mitgenommen habe. Wieso habe ich jetzt wieder. Will ich doch eigentlich mit Dings spielen, mit der Armbrust, weil die schneller ist. Weil die mehr Schaden macht, so rum. Aber ist mal jetzt die Sentries noch verstärkt. Das nächste Level gebracht hier. Ja, schön. Jupp. Die halten aber auch echt ewig, ne? Die halten so lange, bis sie, glaube ich, ihre Ammunition geschossen haben. Die schießen 6-mal. Und dann lösen sich, glaube ich, auf. Okay, hier ist ja auch nichts mehr, ne? Nee. Also von daher kannst du schon ganz gut irgendwie, bevor du durch eine Tür durchgehst, vorplatzieren und dann durchlaufen. Aber irgendwo muss doch hier noch Andaria jetzt sein, in dem Kram hier unten. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ich habe schon gesehen, dass da noch einiges an Döns kommt. So, ich laufe einfach hin und her, dass er mich nicht trefft und meine Sentries machen das. Snappity snap. Das ist ein Healing Potion. Ein Healing Potion brauche ich glaube ich nicht. Okay. Entschuldigung, Mana Potion. Das ist aber eine Mana Healing Potion. Ja, von denen gibt es ja einige. Aber ich habe keine Mana Potion, die du mir gerade angesagt hast. Sagt sie mir Mana Potion an und hier ist überhaupt gar keiner. Da war einer. Ich hab keine gesehen. Lindy. Nee, Benny. Lindy. Geht hier jetzt runter bei mir. Ich sehe dich leider nicht. Links. Da lang? Ja, genau. Hier noch weiter links oben.
Ah, da. Gold. Wow. Du wolltest teilen? Ich hab ein Zombie-Head, der war doch was wert, oder? Manchmal. Manchmal, ja. Plus macht Weeden, plus Amplify, also... Ja, das klingt nach... Könnte was wert sein. Aber ich glaube, es ist ähnlich wie mit dem Wolf, da der sich so viel... Oh, oh, wir haben hier Champion. Ja, ich platziere schon. Oh, oh. Oh, mir fällt gerade auf, meine Tante ist tot. Sind nicht unsere Tanten vorhin beide gestorben? Nee, meine ist noch da. Die stirbt aber gleich, wenn wir so weitermachen. Du bist auch gerade fast gestorben, ne? Ja. Wo ist denn der Champion? Jetzt ist sie tot. Da. Direkt vor Aua. Dir. Hier, Level up. Warte mal, ich den Moment. Oh fuck, der macht Dings. Ich weiß nicht, wo meine Maus ist. Tot. Was gab was Schönes? Nichts Besonderes irgendwie. Na gut. So gefühlt gab's nichts Besonderes. Die beiden Tanten sind jetzt tot. Ist nicht so nett. So ist das halt mit Tanten. Wenn die sich zu weit aus dem Fenster lehnen, dann sterben die mal. Hm. Ist irgendwie nicht hier. So. Oh, da ist nochmal ein goldenes Viech. Moment, warte, nochmal? Ja, komm mal hierher, dann siehst du es, bevor wir die Tür aufmachen. Die leuchten nämlich. Siehst du es? Da oben. Dann Lichtding ist, sehe ich, ja. Ja. Oh Gott. Goldene haben immer eigene Leitradius quasi. Ähnlich wie wir. Wir haben ja auch einen Leitradius. Kannst du mal schießen? Mein Mädel will nur hier schießen. Dein Mädel lebt bei mir gar nicht mehr. Mein Charakter. Bein gemacht, muss nichts tun. I can't carry anymore. Not enough mana. Das ist schon ganz witzig. Du musst auch gucken, je nachdem, was für Skills du hast, sind manche Gegner davon stärker. Resistent, ich weiß. Nee, Resistenzen haben sie oben drin stehen, das haben sie momentan noch nicht. Also die haben noch keine Resistenzen, das kommt später erst. Aber und fängt die haben Weakness gegen manches. Also ich glaube zum Beispiel gegen Skelette ist Lightning besser und gegen Flash-Sachen ist Fire besser. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das würde sich googeln lassen. Ich brauche wieder Mana-Potions langsam. Noch ein Small Charm gefunden. Ah, hier geht's hoch. Moment, ich nehme Small Charm mit. Das Outer Cloister und dann haben wir hier auch wahrscheinlich relativ schnell einen Waypoint. I'm there. I'm with you there. Denkst du, ja, dass hier direkt ein Wegpunkt ist? Ja, der ist relativ nah. Meinst du? Ja, da ist er doch. Behauptest du einfach so. Erstmal den Dead Body noch looten. Wenn Lumi verschwindet. Okay. So. Ach ja, erstmal zu Kane. Bei mir sagt sie nie Good Day. Bei mir sagt sie Greetings. War die Dings, die, Achso, hier zum Wiederbeleben. Hello. Jupp. Sagt bei mir Hello. Also literally in dem Tonfall. Ja, die will was von dir. Steht da auf dich. Ja, auf meinen Charakter. Aber das kann ich verstehen. Da will ich auch drauf stehen. Nee, der Kopf ist nichts wert. Der Low-Quality Zombie Head ist nichts wert. Verdammt. Also, der war irgendwie 260 wert. Das ist nicht Attack Rating, Fire Damage, Small Charm. Ich glaube die Attack Damage, also wirklich die Damage, ist glaube ich eher was für dich inzwischen. Kann durchaus sein. Finde ich zumindest.
Würde ich behaupten. Brauchst du einen Ring mit Lightning Resistance 10%? Ich habe Replenish Life und ich habe Cast Rate. Ich habe die Cast Rate sich auf meine Dinge zu überträgt, tatsächlich. Nee, also du castest dann halt eben schneller die. Ja, aber so schnell muss ich dir eh nicht casten. Also von daher, ja, dann kann ich den Cast Rate Ring rausnehmen. Gut. Dann. Gib mir. Das hier und das kriegst du auch noch. Wuhu, ich muss eh noch mehr Mana Potions kaufen. Moment mal, halt, hier geblieben. Hier. Merci. Ah ja, nice. Nehmen wir nochmal dazu. Jetzt mache ich Lightning, Fire und Cold. Lightning, Fire, Cold. Trinity is done. Okay. Also, warum habe ich denn dich jetzt behalten? Die Fulmination Potion brauche ich eigentlich nicht behalten. Das ist ziemlicher Schmu. So, ich bin jetzt bei 24.000. Ich will gar nicht wissen, wo du bist. Was? Ich bin bei 24.000. Ich will gar nicht wissen, wo du bist, habe ich gesagt. Na ja, gut, wenn du es nicht wissen willst. Aber die desockern kann man nix, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es gab irgendwie ein oder zwei Möglichkeiten, um nochmal was zu desockeln durch eine Quest, aber ich bin mir da auch gerade nicht hundertprozentig sicher. Jetzt erstmal noch auf die nächste Stufe von Assassin-Waffen gegangen. Moment, Kyle war meine. Kannst du auch eine andere raussuchen? Kann ich das? Haben wir eine andere. Aber die haben ja, alle die gleichen Skill, ne? Nee, die haben zum Teil Cold Arrow oder Fire Arrow oder so Sachen. Achso, higher, ne? Mhm. Cold Arrow, Fire Arrow, Fire Arrow, Fire, Cold Arrow. Und was meine jetzt? Dann hat? Siehst du auch, wie viele Hitpoints die haben und wie viel Leben und sowas. Oh. Was hat meine? Experience, Next Level. Aber welchen Skill die hat, weiß ich nicht, was meine hat, ne? Warte mal, du müsstest. Aber die macht die ganze Zeit auch diesen Sichtbarkeitsbuff. Entschuldigung, den Skill haben sie alle gleich, aber sie haben halt unterschiedliche Damage-Arten, glaube ich. Also meine hat kein Spezial-Damage, habe ich zumindest nichts gesehen, weil wenn sie normal gekämpft hat. Gut, dann würde ich wahrscheinlich eine andere heiern, weil ich glaube, das Problem habe ich auch, Level 12 hier. Ja, siehst du, meine ist auch nur Level 7, also du kannst schon normal. Meine ist nur Level 8, aber dann nehme ich da erstmal die Ausrüstung weg, bevor ich eine andere heire. Ja, genau. So, Mod 362, yes. Jetzt habe ich Gale. Gale ist geil. I'll put that to good use. So, wo ist denn der Damage? I'll put that to good use. Okay. Die macht, ach, bei mir machst du Poison Damage durch den Bogen. Das ist doch nice. Also meine so, ey, wo bist denn du eigentlich hin? Ich bin schon runter. Okay. Moment, ich bin schon runter? Achso, wir hatten einen Wegpunkt. Ich vergaß. Ich hab gewundert, hey, da müsste doch dein Portal zu sein, aber... Ja, bin da. Juhu. Du hast mich ja zugemacht. Sehr gut. Sag doch, du hast letztens die Tür einfach hinter dir zugeschmacht. Das war aber nicht Absicht. Preserved Head habe ich diesmal mitgenommen. Ich glaube, ging auch nicht so viel. Ich glaube, erinnere mich auch, glaube ich, dass der Preserved Head nur so, oh, okay war. Ich glaube, es war vor allen Dingen die Sorcerer und die Wandsachen. Also ich habe jetzt schon drei Wands oder sowas verkauft, die 5000 gebracht haben. Und das ist das Höchste, was du im ersten Akt kriegen kannst. Die Tage sind, glaube ich, auch okay gewesen. Die waren häufig mal auf 600, 700. Ah, die sind dann später nicht mehr so wichtig. Also irgendwann nimmst du wirklich nur noch Sachen mit, die halt den höchsten... Da ist ein Champion. Ja, Dead Champion. Meins. Nein! Healing. Nee, ich brauche Mana Potions.
Ich rolle Need auf alle Mana Potions. Oh, das ist eine normale Mana Potion. Guck mal. So, wo bist denn du jetzt hier am Rumlümmeln? Übrigens, Gelockte kannst du mir ruhig sagen, ne? Dann kann ich die aufschließen. Superior Sacred Globe. Das sind doch, das kannst ist doch. Mitnehmen. Das ist doch so ein Wand. Genau, Sacred Globe ist. Hat aber. Ja. Hat Maximum Damage, Attack Rating, Mana und Socket 2. Hallihallo Felix. Also hat wahrscheinlich nichts, was irgendwie wertvoll wäre. Wunderschönen guten Tag. Felix, hast du die Nachricht gelesen zu Hot Wheels? Da wäre ich vorsichtig mit dem Kaufen. Aber mal runter? Moment, ich muss mal kurz. Ich muss Nase schnauben und ich muss mir kurz was Wärmeres machen. Far Cry 6 kannst du dir auch sparen. Warum kann ich mir Far Cry 6 sparen? Was findest du an dem doof? Lumi hat ja Far Cry 5 immer noch auf ihrer To-Do-Liste. Oh, ich habe hier noch ein Mana-Liste. Mana-Ding. Und du es nicht brauchst, nehme ich. Jubschuf oder Wischlisch gehauen, okay. Achso, da geht's weiter. Meine Dame mag's hier unten nicht. Oh, die Dinger sind fies. Welche Dinger? Die Kleinen. Also hier gehen die noch, aber später sind die richtig eklig. Achso, die Kleinen? Ja, die haben irgendwie so einen Buff drauf, dass sie zum Teil irgendwie so ein Crit machen, wenn du... Oh, sorry. Wristblade? Moment, ist Wristblade? Ne, Wristblade brauche ich nix. War das? Was? Getötet? Nee, ich hab Mana genommen. Ja, du kannst auch Mana nehmen, wenn du es brauchst, aber du brauchst halt tendenziell wenig. Nicht. Ich hab's aus Versehen angeklickt, das war ein Schreien. Achso, ein Mana... Ja gut, das ist dann halt so. Gegner sind dumm wie Sau und es gibt keinen Fähigkeitsbaum mehr. Das Game-Story fasst ziemlich gut zusammen. Ja, ich weiß auch nicht. Far Cry 6 ist irgendwie, abgesehen vom Setting, ziemlich lame. Alles irgendwie zusammengekürzt. Hab ich Bowls genommen, das wollte ich gar nicht. Da ist ein goldenes Viech drin. Sollte nur zusammen. Moment, ich verliere dich immer aus den Augen, ja. Moment, ich stelle hier schon mal hin. Let's go. Hallo Bobby, ich habe gar keine Nachricht angezeigt bekommen. Vielleicht, vielleicht habe ich gar nicht gelesen, was du geschrieben hast, weil bei mir ein Problem ist oder so. Composite Bow ist hier. Darfst du es gern nochmal schreiben? Ja, Composite Bow wäre natürlich was. Doch was für dich. Platz hätte. Also, das finde ich auch schlimm, ne? Far Cry 1 war gehypt für den unglaublich guten Gegner-KI. Und Far Cry 6 ist so, ja, Gegner-KI sind strunzdumm. Ich bin tatsächlich schon in der neuen Wohnung und chille hier, aber es ist noch einiges zu tun in der alten und auch noch einiges zu tun in der neuen, von daher. Vielleicht will ich doch lieber auf das Feuerding gehen. Goggle Trap. Hier hat es mir geholt, aber normal 60 Euro, Goldwürschen, 100 Ocken und mit Season Pass noch mehr. Ja. Musst du die Ubiplay kaufen oder was das ist? Kann ich mich eigentlich. Was? Bin ich jetzt gemutet bei dir? Ja, ich glaube, ich kann nicht jetzt und dann warst du, glaube ich, gemutet. Warte mal, ich höre mal mitten im Reden auf und dann sagst du mir, ob du mich. Ich würde sagen, du hast dich gemutet. Du hast mich auch wieder gemutet. Du hast mich jetzt wieder nicht mehr gemutet gehört, ne? Ja, ist korrekt. Gut. Nee, ich frag nur, weil ich wollte jetzt nicht über dich drüber reden. So. Bye. Was ist denn? What the fuck? Moment, habe ich mich jetzt? Muss ich mal kurz aufgucken. Jo, funktioniert. Oh, ich bin ja super dunkel. Oh, Moment, ich muss hier Dinge einstellen. Moment. Eigenschaften. Video konfigurieren. Snap-Kamera umbauen. Und hier mal ein bisschen hochgehen. So, wenn man mich wieder sieht. Moment, ich stelle es gleich noch zurück. Nein, ich mache zu viel Sachen auf einmal. So. Muss gleich los, stell mal ein. Ich sage, ob's gut ist. Ich sehe es jetzt selber, ob es gut ist. Wollte dir nur stecken, weil mir das von HW gesagt hat, ist ja, kein Problem. Goodbye.
Lumi? Ja. Run. Wenn mein Charakter dir Goodbye sagt, dann habe ich mich gemutet. This is yours. Ah. This is yours. Ja, this is yours. Funktioniert auch als Mute. Also, this is yours ist mein Mikrofon Mute und Goodbye ist mein ich mute alles, da höre ich dich auch nicht mehr. Also ich krieg jetzt direkt mit, wenn du quasi. Wenn du aufpasst, kriegst du in-game mit, wann ich mich wegmute, yo. Das ist ja witzig. Und ich soll dir liebe Grüße und Felix sagen. Dankeschön, Gruß zurück. Hat er, glaube ich, gehört. Ja, du hast dich schon alles geklärt. Naja, ich glaube, wir sind unterschiedliche Wege gegangen. Ja, sind wir auch gerade. Ja, viel Spaß, Felix. Mach's gut und bis bald oder so, ne? Also. Forza. Bis bald oder so, Forza. Ja, weil Forza werden wir halt wieder zusammen spielen, denke ich. Würde ich vermuten. Das ist ziemlich sicher. Aber Felix meinte, er muss gleich los, deswegen. Ja, hier ist Healing. Ja, du meinst. Mana. Ich wollte gerade sagen, Mana ist das Wichtige. Bin ich zumindest auch gerade mal voll. Mit meinem Gürtel unten. Irgendwie sieht's hier. Aua, gefährlich aus. Ist aber irgendwie zu. Nee, wir müssen nach links weiter, oder? Hier. Hier geht's so ein bisschen was, ja. Oh, da ist ein goldenes Viech. Grand Charm. Moment, wie läuft. Ich klick drauf, mein Charakter läuft sonst wohin. Kannst du auch nicht konzentrieren. Jetzt konnte ich's. What the fuck? Der ist um dieses Ding drumherum gelaufen. Warte, ich kann hier nichts davon wegschmeißen. Doch, das hier kann ich wegschmeißen. Der bringt nichts. Maze. Nope. Ist irgendwie nichts mehr da, oder? Hier ist, glaube ich, Ende. Also. Ende Gelände. Können wir irgendwie nach unten gehen, glaube ich? Na, hier runter geht's noch. Jetzt habe ich diesmal einen schnellen Charakter, der mit dir mitlaufen kann. Da ist es. Die zwei Mädels haben die gleiche Geschwindigkeit in etwa, ne? Jupp. Aber ich muss manchmal umstellen, dass ich nicht renne, tatsächlich, sonst komme ich nicht hinterher. Ich habe schon ein bisschen Energy geskillt. Hier ist Mana. Jo, habe ich auch eingesammelt. Also ich schon Energy war ja auch für Mana, ne? Ne, Moment. Vitality. Vitality habe ich, glaube ich, einmal durchgeskillt. Ja. Goldenes, ne? Ja. Potion, Heavy Gloves, keine Ahnung. Oh, eine Light Mana Healing Potion soll ich mitnehmen? Da habe ich wieder mal. Hast du noch mal eine Light Mana Potion? Ja, ich bin jetzt relativ voll und ich habe noch welche auf Reserve, deswegen wollte ich. Direkt runter, also mal den Waypoint, den sollten wir eigentlich nicht skippen, der ist vor Andariel. Wobei letztes Mal haben wir so ohne Probleme geschafft, ne? Keine Ahnung, wir können doch einfach ein Portal machen, wenn wir unten bei Andariel sind. Ja, das sollten wir sowieso, unabhängig davon. Für die Sicherheit. Das sollten wir ohnehin. Also ich bin hier hart am Lecken immer wieder. Es tut mir leid. Also, das kannst du ja nichts dafür, aber ich klicke hier Dinge an und dann dauert es eine Sekunde, bis Sachen passieren oder eine halbe. Tut mir trotzdem leid. Der hat ein Level abgekriegt. Jupp. Ich habe auch direkt meine Sentries nochmal verbessert. Ach, die Viecher. Ich hab so eine Variante auch im Einser. Die Banished? Mhm. Ein bisschen anders und ein bisschen gefährlicher. Keine Ahnung, welche Varianten das ist. Auf der anderen Seite ist ein goldenes Viech. Könnten wir hin. Loot, 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 loot. Auf der anderen Seite ist ein goldenes Viech. Loot, 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 loot. Welche andere Seite? Loot, 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 loot. Loot da. Der ist kein goldener. Ach, dann leuchten die auch so. Verdammt. Chat. Ach, Lumi, einmal mit Profis arbeiten. Gesundheit, das war die Rache. Karma. Schön in Energy reinskillen, damit ich hier die ganze Zeit Energy benutzen kann. Relativ wenig los hier irgendwie. Ja, ne? Jetzt habe ich auch mein Level ab. Oh, ist ein Fußraum. Nee, die kleineren Sachen, also die Schamanen oder so, die sind, glaube ich, auch so. Wie jetzt? I can't use this yet. Ich bin voll.
mit Zeug. Jo. Ja. Kann ich mal leveln, dann kann ich nämlich den Helm tragen. Faster Hit Recovery. Level 1 Ice Blast. 22 von 33 Charges plus 2 Lightning. Hm. Was hast denn du für eine Cap? Eine Skull Cap in Rare. Okay. Besser als das. Also die hat auch hier Chance to cast Level 3 Charge Bolt. Ja, nee, ist schon besser als Cold Resi, Fire Resi und Repairs. Okay, kurz hoch. Können wir machen, ich habe eh jede Menge davon. Ich hab hier 11, mach auf. Ich habe auch schon eins aufgemacht, aber wir können ja dann jeweils andere zurückgehen, dann bleiben so bestehen. So. Dinge verkaufen. Nope, dich brauchen wir nicht. Und dich brauchen wir aber vielleicht. Okay, Damage Zombie Head ist halt wirklich shit. Oh, Moment mal, ich wollte erstmal. Ja, ich vergessen zu. Oh shit, das hätte. Ich vergesse immer, dass ich meinem Mädel was geben könnte. Ja, bei dir überlagert sich das. Was ich aufnehme, kann ich meinem Mädel tendenziell nicht geben. Deswegen habe ich auch schon überlegt, es wäre vielleicht smarter, dass ich den Paladin im nächsten Akt nehme. Dann kannst du nämlich einfach deine Items mal weitergeben. Wieso? An sie. Ich sammle halt dann auch bei den Paladin-Sachen. Es gibt übrigens bis 6.000, nicht bis 5.000. Die zum Verkaufen? Ja, ich hab. Da guckst du falsch. Nee, da steht 6.000. Nee, das sind 5.000. Guck's dir an und sag, gib mir das Ding zurück. Ich hab's hingelegt. Direkt neben dich. 5.000, ja. Das sieht nur so aus wie eine 6. Das ist doch unten zusammen. Gib's mir wieder. Warte. Vergleich mal. Nee, den will ich dir nicht geben, dann kriege ich ihn nicht wieder. 11% Chance to getting. Vergleich mal den Verkaufswert von dem mit dem, Verkaufswert von dem. Bei meinem Armor ist in der zweiten Zeile ist eine 6. Den Armor will ich aber wieder haben. Yeah, Moment, in der zweiten Zeile ist eine 6. Ja, das ist bei mir nur 6. Genau, und jetzt vergleich mal diese Zahl mit der von dem anderen Ding. Die sieht anders aus. Aber das sieht wirklich aus wie eine 6. Das ist unten zusammen. Das sieht wie eine 6, das ist richtig. Es ist aber eine 5. Okay, schade. Aber gut, ich habe trotzdem mal ein richtig fettes Ding da gekriegt. Im zweiten Akt kannst du es wahrscheinlich für 10.000 verkaufen. Aber es ist die Frage, ob sich das lohnt, das aufzuheben bis dahin. Glaube ich nicht. So, die Frage ist jetzt, will ich eine Magic Find Ring nehmen, anstatt meinen Replenish Ring? Wahrscheinlich schon, wa? Ja. 11% better chance of getting magic items ist schon ganz nett. Ich nutze die nie so wirklich, aber wahrscheinlich lohnt sich schon. Willst du Replenish haben? Wie viel? Replenish 6. Ja, live. Gut, dann würde ich das nehmen, ja. Hit Recovery brauchen wir tendenziell nicht. Hätte ihr noch plus 3 Energy Ring jetzt dann? Was plus 3 Energy? Nee, ja. Moment, Energy? Und es ist übrigens Replenish Life 5. Ja, aber es sieht halt aus wie eine 6. Ich habe wieder 6 gelesen, es ist nicht gut gemacht. Die 6 ist, die 5 ist nicht gut. Die 5 ist eine Katastrophe. Das ging mir früher schon immer so. Mit dem Dolch spielst du gar nicht, ne? Nee. Ich bin jetzt rein Fernkampf gerade. Lass mal gucken, jetzt mache ich wieder mit dem Bogen mehr Schaden. Das heißt, ich nehme jetzt wieder den Bogen als Hauptwaffe. So, jetzt habe ich mal 10.000 hier geholt aus der Aktion. Oh. Die ist schon ordentlich. Upp. Jetzt bin ich auch bei 34.000. Hast du repariert? Ja. Ich nehme mich nicht. Holst du? Oh, ich glaube, im ersten Akt ist es noch nicht ganz so wild, wenn du es ein bisschen vergisst. Mhm. Also es ist generell nicht so wild, wenn du so jedes dritte Mal nur machst, ne? Aber dann halt langsam schon. Mhm. Also vor allen Dingen ab einem gewissen Punkt geht man halt nicht mehr so oft hoch, weil du nicht mehr so viele Sachen findest, die du irgendwie sinnvoll zu verkaufen findest oder zum Angucken überhaupt. Tür. Oh.
stirbt, golden. Ne? Wer? Irgendwo war hier ein goldenes Ghoulviech. Das ist schon vernichtet. Ich hab's nicht mitgekriegt, dass da irgendwas ist, golden ist. Es ist undead extra fast. Hab's schon. Ja, das ist... Jede Menge Mana und Kram hinterlassen. Oh, ich hab halt noch Reserve, also ich wollte es nicht... Dann nehme ich jetzt mal eins, weil mein Mana ist weg. Kannst du gerne haben. Also irgendwie ist es cool, dass es so eine Welle nach vorne geht. Bei den Feuerdingern. Das macht es relativ angenehm, mit den Dingern zu treffen. Du bist auch so ein Firewall-Typ. Firewall? Bei der Zauberin gibt es eine Firewall und es gibt aber auch eine Firewave, die dann wie eine Wall quasi einfach nach vorne läuft. Ja, Firewave sehe ich dann, aber Firewall sehe ich mich nicht. Aber die Firewave ist halt nicht so gut wie die Firewall. Ja, aber sie bewegt sich und es macht es einfach, die Gegner zu treffen. Ja, meistens heißt es, wenn du die Firewall aufstellst und dich dann dahinter stellst und wartest, bis die alle so munter durchrennen. Gegner! Moment, ich war noch Sachen am Looten. Boah, ich muss mal wieder Dexterity skillen, irgendwie das Gefühl. Treff hier nix. Hm. Dexterity wird überbewertet. Schnelles Ding. Ich kann halt rumlaufen und looten, während meine Sentries da Dinge machen. Ich weiß schon, wo ich das genau mache. Da ist übrigens ein Goldener dabei. Zu schneller dran. Ja, aber ich glaube, mal gucken, ob die was bringen. Ich habe sogar noch eine Identifikation. Chance to cast Level 3 Charge Bows when struck. Ich soll anscheinend mit Charge Bows spielen, ey, meine Fresse. Ah, Ice Damage von deiner ist echt nice. Hm, Ice Damage? Deine macht doch jetzt Ice Damage, oder? Sicher? Ja. Keine Ahnung, ich mach meine Dingens-Damage hier Poison. Ja, aber auch Eis, weil meine macht keine Eis-Damage. Oh, hier ist was Goldenes. I'm on my way. Oh, ich muss das Mana trinken hier. Ja, der ist irgendwie Lightning Enchanted gewesen, wa? Ja, ich muss jetzt mal kurz abhauen. Mana Potion, Healing Potion, Superior Shortbow. Den brauchen wir nicht. Wie superior ist er denn? 1 bis 6, Attack Rating, Minimum Damage. Hier geht's nicht weiter. That end. Okay, dann gehen wir halt woanders lang. Unten gibt's noch. Wir müssen dann wahrscheinlich langsam das Licht anmachen, wa? Also ich zumindest. Ja, bei mir geht's noch einen Moment, aber... Brumm, 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 brumm. Don't carry anymore. Moment, ich muss mal kurz aussortieren. Wieso, bist du wieder voll? Was? Ja, ich muss mal hier rausschmeißen. Ich habe jede Menge Kram aufgenommen, den ich gar nicht brauche. Hab den Weg nach unten gefunden. Ich hatte ein bisschen Angst, out of arrows zu sein. Ich habe, glaube ich, dreimal Arrows hier. unten ist jetzt Andariel, ne? Nicht. Ich habe Catacombs Level 4 gefunden. Ich habe auch noch nicht. Bin ich gegangen. Ich habe auf dich gewartet. Wir sollten dann unten unsere Town Portals machen, sicherheitshalber. Oh, aber erstmal. Weg clearen. Also, ich habe schon einen Town Portal gemacht. Ja, ich mach gleich. Wir können auch noch mal kurz hochgehen. Sind wir eh schon da. Mana Potion. Zum Verkaufen. Mana Potion. Das müsste jetzt wieder voll sein. Ja, ich habe schon nicht mal mehr Platz für eine Potion gerade. Also, ich würde, glaube ich, gerne nochmal kurz hoch. Gehen Sie doch hoch. Ja, aber dann fighten Sie nicht ohne mich. Ja. Du willst jetzt den Dariel ohne mich machen? Nee. Bin schon mal hochgekommen. Also, ich würde es wahrscheinlich hinkriegen, weil die Sentries wirken krass OP. Wenn du einfach dazu kommst, da 4-5 aufzustellen, dann machen die einfach alles weg. Gefühlt. Also von daher. Aber was eine Thrawning Potion bringt, weiß ich immer noch nicht. Da steht nichts dabei.
Da steht aber auch nichts an Damage dabei. Dann geh doch mal, geh mal rum. Ich hab eine. Warte mal, wie sieht die aus? Diese kleine gelbe, die hast du auch bei... Ja, die bei, schmeißt du. Die macht Explosionsschaden. Aber das steht nicht dabei. Ich hab die große gelbe, die rund aussieht, die macht Explosionsschaden, steht dabei. Die Fulminating Potion, aber die Thrawing Potion... Vielleicht macht die auch mehr Fire Resistance, da gab's auch Sachen.